So, bevor wir jetzt in den Teleporter hüpfen, schlafen wir mal kurz. Und kriegen wieder einen Traum. Hm? Bist du immer noch da? Hm. Ich kenne einen Weg nach draußen, aber ich schaffe es dorthin nicht alleine. Wir müssen zusammenarbeiten. Begebe dich zum Grund des Berges. Wir treffen uns dort. Ja, den Traum hatten wir ja schon, aber weil ich ja, wie gesagt, zwischen da vor kurzem nochmal etwas offscreen nachgeholt habe, wegen meiner Diebe, wegen dem Assassination, haben wir in der Zeit nochmal, weil ich in der Zeit nicht geschlafen hatte. Aber halb so schlimm, ich glaube, das pendelt sich jetzt demnächst wieder ein. So, wieder Zauber vorbereiten, jetzt sind wir wieder hier. Hm? Da wollen wir jetzt nicht nochmal runter, da unten ist ja nichts. Und lieber gucken, was hier weiter ist. Hier ist schon mal eine verschlossene Türe, das heißt, wir kriegen wohl den Schlüssel hier. Und da sehe ich Legionäre in den Zellen. Und irgendwie traue ich dem Braten nicht. Gucken wir mal. Kann ich was auf die Druckplatte legen? Ha. Das ist so wie im Stockwerk drüber mit Betrete dein Grab. Ja. Komm. Zwei Schaden von dem Giftpfeil. So können wir sie alle einzeln rauslocken. Und erledigen. So. So, das war der letzte Giftpfeil, den wir hatten. Wo sind die normalen Pfeile? Wow, ein 20er Critical. Sehr schön. Ja, komm her. Null Schaden. Na, in den Speer reinlaufen ist auch keine gute Idee. Lieber vom Speer weglaufen. So, Pfeile einsammeln und weiter. Zwei Stück sind da noch. Ich mag den Eiszauber, auch wenn ich mich öfter damit selber treffe. Und Fackel geht aus. Ah, das ist schlecht. Hier, null Schaden mit der Fackel. So. Und dann war es nur noch einer. Hallo. Schöner Jab. Speer trifft sie nicht. Er hat wenigstens getroffen. Oh, schöner Critical. Wow, das war eine schöne Eisattacke. So. Wenn ich jetzt hier drauf trete, sind wir gefangen. Ja. Was macht die Falltür auf? Mal der am Stock. Mal gucken, was es hier gibt. Erstmal eine neue Fackel. Die nehmen wir mit. Wir haben zwar noch genug, aber ich will nicht, dass die uns jetzt vorzeitig ausgehen. Den Hebel lassen wir mal, obwohl den können wir mal umlegen. Da geht da eine Wand auf. Gibt's hier was? Oh, Heilkräuter. Da fällt mir ein, habe ich die... Ja, die habe ich schon wieder gebraut. Du isst mal was. Jop. Hier geht's wieder raus. Cool. Und hier ist noch eine Made am Stock. Eine gebackene. Und das hier ist auch neu mit so schmalen Wänden. Jetzt legen wir mal hier erstmal was drauf. Ich will sehen, was da unten ist.
Bereiten gleich schon mal wieder einen Zauber vor, sacken den Schlüssel ein. Verkehrte Reihenfolge. Und ansonsten. Scheint hier ja nicht mehr wirklich was zu sein. Oder? Kein Knopf, da war die Fackel. Nein, da ist nur der Schalter. Hier ist auch kein Schalter versteckt. Dann würde ich mal sagen, gucken wir mal, was hier unten ist. Ein Legionär. Und ein Kessel. Das könnte schmerzhaft werden. Gut. Und wir sind wieder hier unten. Wie ist der hier? Ach, der wird wahrscheinlich mit einer seiner Kameraden ihn hier runtergeschmissen haben. Toll. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder hoch. Und rasten nochmal. Damit sich mein Tarion hochheilen kann, wollte ich gerade sagen, aber jetzt kriegen wir wieder einen Traum. Ich kann dich nicht hören, aber ich weiß, dass du mich hörst. Oder hören kannst. Ich habe versucht, mit anderen Leuten zu sprechen, die hier vor dir waren. Sie waren Verbrecher, aber ich weiß, dass ich dir vertrauen kann. Aber ich spüre, dass ich dir vertrauen kann. Ja, wer auch immer du bist. Ich weiß gerade nicht, spricht er mit uns, also mit uns als Spieler, oder spricht er mit einfach aus unserer Gruppe, weil er sagt ja immer nur, er tut immer nur so, als ob er mit einem redet, nicht mit mehreren. Naja, werden wir ja sehen. Und ich denke mal, er könnte mehr Evasion brauchen als ich, deswegen gebe ich bei mir jetzt mir die Fackel rüber. Und ihm das Schild. So sieht er auch ein bisschen imposanter aus, wenn er jetzt ein Schild trägt. Schild und Hammer. So, wir haben hier wieder Mana für Zauber. Deswegen. Oh, Heilkraut. Haben wir davon jetzt wieder welche? Ja. Sehr schön. Hat gerade jemand Hunger? Na, noch nicht wirklich. Obwohl sie und sie, also. Erstmal Schneckenstücke. Und dann gucken wir weiter. Fackel nehmen wir mit. Und eine Notiz. Die ist etwas kürzer als die von Lord Peril. Ich habe nicht sehr gut geschlafen neulich. Da ist ein Echo in meinen Träumen, das ich schwach hören kann. Ich frage mich, was es mir sagen will. Torum. Ja, die Torum-Notizen, die kenne ich aus dem Hauptspiel noch. Die haben eigentlich keinen besonderen Zweck, außer uns halt ein bisschen Hinweise zu geben. Eben jetzt gerade wie das, was die Traumgestalt, die mit uns spricht, die hat Torum jetzt auch gehört, aber nicht so gut wie wir. Die Lord Peril Pergamente, aber Pergamente, tolles Wort. Pergamente kommen ein bisschen spezieller vor, deswegen hebe ich die mal auf. Vielleicht brauchen wir die noch für irgendwas. Aber die Torum-Dinger, die tun wirklich nur unser Inventar zum Müllen. Also gucken wir mal, was steht hier. Die Klinge aus scharfem Licht, schockierend und hell, geführt mit Nacht, schneidet durch die Nacht. Jetzt zwingen die mich schon zum Reimen. Hier hinterlegt zu ihrem Schlummer. Lass mich raten, das Tor da geht nur auf, wenn wir dieses Lightning Blade hier reinlegen. Ja, geht's auch, wenn wir was anderes reinlegen? Nein, es wird nur das Lightning Blade. Na komm, geh her, du Fackel. Na dann.
Erst einmal Stein antapsen für Autosave. Und dann gucken wir mal kurz. Das hier haben sie auf jeden Fall breiter gemacht. Früher hatte das nämlich nur einmal zwei Filter. Und da drüben ist eine komisch aussehende Schnecke. Komm noch mal her. Was? Die trägt eine Krone? Und hat Stacheln am Panzer? Die sieht gefährlich aus. Und jetzt guckt sie in unsere Seelen. Die starrt in unsere Seelen. Was ist das für eine Schnecke bitte mit einer Krone? Die ist definitiv neu da drüben. Und ich merke gerade, wir sind an der Stelle angekommen, die ich absolut nicht mag. Warum werdet ihr jetzt gleich sehen, wenn wir weitergehen? Nämlich hier rum. Riesenspinnen. Ah. Ich hasse Riesenspinnen. Geh weg von mir. Seht ihr, warum ich sie hasse? Sie machen einen Haufen Schaden, vergiften auch noch und sind verdammt schnell. Ich mag die Riesenspinnen absolut nicht, jedenfalls nicht hier. Hier sind sie nämlich saumäßig stark und... Hä? Der Schneckenkönig benennt euch als Novizen und sagt, ihr werdet euch wiedersehen. Was zum... Die Schnecke ist weg. Was? Das war der Schneckenkönig? Okay, er gibt Sinn mit der Krone, aber hä? Er nennt uns Novize und dann löst er sich in Luft auf. Also der ist definitiv neu und verwirrend. Fackel? Fackel und nächster Raum. Und hier müsste schon wieder eine Spinne sein, genau. Einzelne Spinnen gehen ja noch. In die Ecke drängen lassen hingegen geht nicht. Uff. Das war knapp. Ich gehe mal kurz zurück zum blauen Kristall und hoffe, dass der wieder leuchtet. Ja, tut er. Und heil mal, bevor mein Bueno hier stirbt. So, dann gucken wir mal hier weiter. Bevor wir hier lang gehen, gehen wir mal kurz da runter gucken. Erstmal. Oder ne, wir betätigen erstmal den Schalter. Der macht nämlich hier zu. Und dann können wir den Schalter drücken. Genau, hier geht nämlich dann was auf. Keine Knöpfe. Und wir werden hierhin teleportiert. Zu noch einem Secret. Fackel kommt mit. Deswegen der Fackel überladen. Da gibt man ein Schneckenstück weg. Und Pilzstück und noch ein Schneckenstück. So. Ah, sehr schön, hier liegt das Serpent Bracer, das können wir gebrauchen. Jedenfalls ich jetzt im Augenblick, weil ich ja dauernd getroffen werde. Giftresistenz plus 50. Also habe ich jetzt eine ziemlich hohe Giftresistenz eigentlich hier. Jetzt porten wir uns zurück. Und gucken mal, was hier unten ist. Hier ist eine Druckplatte und ein Teleporter. Erstmal nach Gegnern umschauen. Feuerbolzen kommt mal mit. Hier höre ich schon wieder Legionäre. Ach, das ist die Ecke. Okay. Dann nehmen wir schon mal... Na, hier können wir noch nichts drauflegen. Da ist der Teleporter im Weg. Und zwar funktioniert das hier folgendermaßen. Wir müssen auf alle Druckplatten, auf alle drei etwas legen, damit das Gitter aufgeht. Und vorher müssen wir den Teleporter deaktivieren. Der hinter dem Gitter ist genau mit dem Knopf. Der war früher mal hier drüben. Ja, ist nett, dass sie das ein bisschen verändert haben. So muss ich ein bisschen suchen. So, genau. Und hier haben wir einen Goldschlüssel. Und sonst nichts mehr, könnte man denken. Aber wir haben ja noch den Teleporter, in den wir reinhüpfen können.
So. Nein, auf der anderen Seite können wir den Teleporter wieder aktivieren und hier in ihn reinhüpfen. Genau, und da finden wir Nomadenhandschuhe. Nomadenschuhe haben wir ja schon. Wer hat noch keine Handschuhe an? Ich, dann ziehe ich die mal an, also mein Brenno hier. Protection plus 1. Und sehr schön. Und mit dem Hebel machen wir die Wand wieder in den Hauptbereich auf. Und gut. Und dann gehen wir mal wieder hier hoch. Und weiter. Oh, die Teleporter-Zentrifuge. Die war auch mal anders, glaube ich. Ich glaube, das waren zwei Teleporter und die bewegten sich langsamer. Gut. Ja, das ist mir so wirklich auf den ersten Blick aufgefallen, wie schnell sich das hier bewegt. Gut, aber ich würde sagen, bevor wir hier weitermachen, speichere ich erstmal. Also bis gleich.